Hallo, mein Name ist Jörg Raab. Ich arbeite als Fortbildner für die Hengstenberg-Pickler-Gesellschaft und ich möchte heute zu dem Thema sprechen: Loben, Rückmeldung geben statt loben. Heißt, in einer Situation, in der ein Kind Aufmerksamkeit von mir möchte, schenke ich dem Kind meine Wahrnehmung von dem, was ich gesehen, gehört, wahrgenommen habe, mit allen Sinnen wahrgenommen hat unter Umständen. Und dieses heißt, das Kind fühlt sich wahrgenommen und damit gestillt an Kontakt, weil was sucht das Kind, wenn es fragt, schau mal, schau mal, schau mal. In erster Linie möchte es doch Beziehung aufbauen. Dieser Beziehungsaspekt ist sehr wichtig und deswegen ist es auch wichtig, dass das Kind in mir einen Resonanzboden findet. So fühlt es sich stimmig in dem, was es tut, Resonanz entsteht, Beziehung entsteht, Kind erlebt Selbstwirksamkeit, er kann daraus Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ziehen. Wenn wir aber uns zu einem schnellen, super, toll, fabelhaft hinreißen lassen, dann hält das nicht lange an. Das Erstgenannte, dieses Rückmeldung geben, dem Kind meine eigene Wahrnehmung schenken, heißt, ist nachhaltig. Super, wie meine Fortbilderin Ute Strub sagt, und toll sind nicht nachhaltig. Super gibt es an der Tankstelle und toll um toll aus, war ein Zitat von ihr, an was ich immer wieder denken muss und mich dabei aber auch selbst erziehen muss, weil ich bin ja auch so groß geworden in einer Bewertungsgesellschaft, in der gerne gelobt wird über alle Maßen und wenn was nicht so gut gelingt, dann wird getadelt. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich Kinder und wir versuchen den Mittelweg zu gehen, indem wir sagen, wir nehmen wahr und wir machen uns die Mühe vor allem, diese Wahrnehmung in Worte zu fassen. Das ist gar nicht einfach. Zu spüren, wahrzunehmen, zu sehen und diese Sequenzen umzuwandeln in Worte und sie dem Kind zu schenken. Das tun wir nicht im Spielprozess. Wir sind keine Sportkommentatoren. Im Gegenteil, wir nehmen tief wahr und wenn das Kind nach Beziehung verlangt, dann gehe ich hin und schenke ihm meine Wahrnehmung. Oder aber in Kindergruppen in Rückmelderunden, in Abschlussrunden, wo wir fragen, was hat das Kind erlebt? Und noch besser wäre, wenn es uns gelingt, nonverbal in Beziehung zu treten. Heißt, manchmal kann schon ein Lächeln reichen. Ich habe dich gesehen und ich freue mich mit dir. Wir teilen sozusagen, was du gerade erlebt hast, gemeinsam in unserer wechselseitigen Beziehung. Darum wird es gehen in der Arbeit, denke ich, mit den Kindern. Denn wie Gerald Hüther sagt, wenn ein Kind sich sicher fühlt, dann fängt es an zu spielen. Durch was fühlt es sich sicher? Durch eine sichere Beziehung, eine sichere Bindung. Dadurch fühlt es sich sicher. Und wenn es sicher ist, kann es auch seinen Entwicklungsaufgaben und seinen Lernaufgaben nachgehen. Solange das nicht passiert, die vorbereitete, sichere Umgebung und die Beziehung zu den Mitspielenden und zu dem Erwachsenen im Raum sollte ausbalanciert sein. Und das geht halt in unserer Arbeit sehr gut, auch über die Materialien, die wir haben. Danke.